können wir echt nicht auf so eine Mitte entfernen. Das halte ich für sehr gefährlich. Wenn die inzwischen festgestellt hat, dass die Statue weg ist. Das Waisenhaus. Wir können das Waisenhaus aushauen. Lass uns hier mal lieber nicht mit Diebesgut erwischen. Helgas Herberge. Ja. Da gehe ich lieber gerade mal nicht rein. Hoppla. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für. Bin da ein bisschen nervös. Also, was darf es denn heute reden sein? Reden wir mal erstmal. Was? Oh, ihr seid einer von denen. Also gibt sich Brynjolf nicht mal mehr die Mühe, selbst aufzukreuzen, was? Wie lautet die Botschaft? Dumpfe Drohungen und geballte Fäuste können mich nicht umstimmen. Ihr Kerle habt bloß eine große Klappe, das weiß doch jeder. Ich soll euch zahlen, um mich zu schützen? Ihr könnt euch doch noch nicht mal selbst schützen. Macht euch nichts vor. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man euresgleichen aus Rifton jagt. Ich ebenso. Ich habe eine Menge zu tun, also muss ich euch jetzt bitten zu gehen. Aha. Zwergenvase. Zwergenurne. Ich mache das wirklich sehr ungern. Ich hoffe, da passiert nichts Schlimmeres. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Rifton und kümmert sich nicht genug um sich. Bitte! Hoppla. Ich habe doch nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Macht meine Urne nicht kaputt! Ach du meine Güte. Nein! Die ist ja schon gut. Ich werde ab jetzt rechtzeitig zahlen, aber schlagt nichts mehr kaputt. Hier, nehmt euch euer Gold und lasst mich in Frieden. Es tut mir fast leid. Ich bin immer noch da. Dann mal los. So, okay. Wen haben wir noch zu... Verwelker schon mein Benutzer. Teilen Leben und Kehrwaren zu kommen. Was auch immer das ist. Es gab einen Kampf im Rattenweg, aber die Berichte darüber sind eher ungenau. Manche sagen, es wären Talmor-Agenten gewesen. Andere sprechen von... Ach, die ganzen die Wirtshäuser hier machen Probleme. Was wollt ihr?
Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Rifton gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch 3 makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet. Ich hielt es nicht für angemessen, euch um einen solchen Gefallen zu bitten. Ich danke euch. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss... Okay, haben wir den Amethysten? Den habe ich eigentlich immer verkauft. Mich noch um andere Dinge kümmern. Wollt ihr ein Zimmer oder was zu trinken? Ich habe diesem Clown schon gesagt, dass ich eurer Bande nicht eine einzige Münze bezahlen werde. Schaut euch doch um. Ich kann dieses Rattenloch kaum noch am Laufen halten. Daran ist der Krieg schuld. Gut, und richtet euren Bossen diese kleine Botschaft aus. Ich zahle euch keinen einzelnen Septim. Niemals. Und jetzt raus aus meinem Gasthaus. Bestärkt durch die Gerüchte darüber, wie schwach eure Gilde geworden ist, ist sie deutlich zu dreist geworden. So dumm bin ich nicht. Das Letzte, was ich will, ist ein Krieg mit euren Leuten. Schaut, ich erzähle euch das nur, weil ich mir Sorgen um sie mache. Glaubt nicht, dass ich eure Taten gut heiße. Kerava hat Familie auf einem Hof in Morrowind. Wenn ihr sie ihr gegenüber erwähnt, hört sie euch vielleicht zu. Ich möchte aber nicht, dass jemand verletzt wird. Der Gedanke daran würde mich umbringen. Eine Familie wird sie nicht verletzt. Auf keinen Fall. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Ich zahle euch oder Brynjolf keine einzige Münze. Jetzt raus aus meinem Gasthaus. Wie geht's denn der Familie? Nein, und das werde ich auch nie. Schert euch raus aus meinem Gasthaus. Woher in aller Welt wisst ihr von... Bitte... Meine Familie bedeutet mir alles. Tut ihr nichts an. Das habe ich eigentlich nicht vor. In Ordnung. Hier, bringt das zu Brynjolf und sagt ihm, dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde. Geh doch auch friedlich. Das habe ich am liebsten. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie wir das mit der Statue regeln sollen. Sollen wir ins Wasser werfen oder anzünden oder... Geben wir die ihr zurück für das Geld. Ihr seid es. Bitte tut mir nicht weh. Nicht Lady Dibella. Nein, bitte. Ich darf sie nicht verlieren. Ich habe schon verstanden. Da habt ihr euer Gold. Ich hoffe, ihr erstickt daran. Die würde ich jetzt natürlich zurücklegen. Makelloser Rubin. Aber das darf ich nur einen, aber den Makellosen. Haben wir die jetzt wieder abgegeben oder was? Das würde ich hoffen. Sieht so aus.
glaube, von denen sollten wir jetzt nichts mehr erwarten. Hey, schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Nicht urteile ich über niemanden. Nachdem ich hier drei Leute quasi bestohlen habe. Kehre zu Brynjolf zurück. So, Brynjolf, ich hab was für euch. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. 300 Gold. Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Woran denkt ihr? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Da muss man was trinken. Was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Aha. Geschäft ist Geschäft. Sind vom Mitglied in der Diebesgilde oder was? Brynjolf stellt mich den Anführern seiner Organisation vor. Ihnen zufolge erwarten mich weitere, weitaus lukrative Aufträge, wenn ich beitrete. Ich meine, wir können es gebrauchen. Und gutes Geld, das war. Für unser schönes Haus bauen können. Ich hoffe, die Gefährten nehmen uns dann noch. Von den Kindern vielleicht auch noch den einen oder anderen Auftrag. Ich weiß nicht, haben wir von denen noch einen Auftrag. Natürlich könnt ihr mir ein Getränk bestellen, bevor wir. Ihr müsst gar nichts sagen. Ich habe euch schon laut und deutlich verstanden. Neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ja, so. Gut, dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Wartet mal, ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass diese Rekrutin eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Und dann soll sie es beweisen. Gut, Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Brynjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Mercer, habt ihr nicht etwas vergessen? Hm? Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde.
Willkommen in der Familie, Mädchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt. Also enttäuscht mich nicht. Ja. Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Gut Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringot. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Ui. Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Ja, unsere Kunden zu verärgern ist das Letzte, was wir tun wollen. Maven möchte, dass Aringot am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Sie sind wie kleine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer. Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifton perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Mhm. Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert. Ja. Gut Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringot aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Okay. Genau. Aringot hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Vex ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Wir hatten eine Vereinbarung mit Maven und achteten auf Gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Wenn es Probleme mit den Arbeitern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringot kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringot zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Sagen wir es mal so. Nichts geschieht in Rifton ohne Mavens Zustimmung. Ein Wort von ihr und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen. Aha. Seid auf der Insel vorsichtig. Diese Söldner nehmen keine Gefangenen. Es klingt nach einer anspruchsvollen Quest, die ich erstmal aufschieben werde. Jetzt wächst über Gut Goldglanz, räumt mal eigentlich noch das Tresor aus, schickt drei Bienenstücke in Brand. Wo muss denn der Wechsel auf einmal hin? Ihr habt es geschafft. Schön, euch zu sehen. Ich werde nie vergessen. Okay, wir haben 32 Gold. Dafür haben wir gerade schon 300 Geschenke als Lohn bekommen. Okay. Und was ist hier verkehrt? Aha, ein Grufteingang.
Rifton steht unter meinem Schutz und ihr benehmt euch besser. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Gute Getränke bekommt ihr im Bienenstich, aber haltet euch von der zersplitterten Flasche. Wir gucken uns mal, Junge. Ich habe neue Informationen zu diesen Drachen. Falls ihr eine neue Klinge braucht. Ja, meine Dame. Bei diesem unschönen Vorfall in Helgen war, wie es scheint, ein Drache im Spiel. Er hat mir willkommen in Rifton. Auch wenn ich Ulfriks Sache als gerecht ansehe, mache ich mir Sorgen um die Bewohner von Rift. Wie können sie ihr ohnehin schon hartes Leben weiterleben, wenn dunkle Wolken über ihnen hängen? Ich fühle mit ihnen. Wenn wir doch nur mehr Geld hätten. Dann könnte ich sie wie meine eigene Familie beschützen. Mit den Sturmmänteln im Rücken plant Ulfric, die Truppen des Kaiserreichs aus Himmelsrand zu vertreiben und unsere Beteiligung am Weißgold-Konkordat zu beenden. Viele haben im Kampf für diese Sache das Leben gelassen. Ich fürchte, das Land wird noch Jahre mit Blut befleckt sein. Ihr wisst sicher vom großen Krieg zwischen dem Kaiservolk und den Elfen, die sich selbst der Altmeri-Bund nennen. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, wurde das Weißgold-Konkordat unterzeichnet. Es sollte ein Bündnis sein, das für Frieden im Kaiserreich sorgen sollte. Eine der Bedingungen des Vertrags war das gesetzliche Verbot der Anbetung von Talos. Für die Sturmmäntel war das der Augenblick, in dem es für jeden wahren Nord unwürdig wurde, für das Kaiserreich einzutreten. Spricht für mich mit dem Stadtwache. Sorgt dafür, dass es einen Notfallplan gibt, der Einzug in Rifton. So, ich habe ja nicht viel gekriegt. Okay, dann würde ich es, dann mache ich trotzdem jetzt erstmal, auch wenn ich es nicht wirklich wollte, aber ich es mal aufschieben wollte. Dann mache ich jetzt erstmal die Quest hier, Liebesgilde. Hände der Toten. Sandra ist hier nicht die Rede. Was drehen wir dann hier? Die Diebesgilde. Diese Stadt fest im Griff. Heute sind sie nur noch lausige Banditen und Schläger. Mhm. Da müssen wir mal die Stadt verlassen. Die besten Preise und die höchste Qualität im ganz Himmelsrand. Wirklich nur noch vorher mehr. Das ist doch skandalös. Wir brauchen Geld für unsere Bude. Also versuchen wir diese Quest.
Na, schauen wir, wie wir hinkommen. Wir sind Wüstenbewohner. Der Nordwind lässt unsere... Ja, das verwirrt ein bisschen. Ich habe aber noch keine Idee, wie wir den Brand stecken sollen. Wir mit unserem Feuerfluch am schnellsten. Versauen wir mal anderen Leuten ihr Leben. Für das Wohl der Liebesgilde. Ah ja. Ist das besagte Imkerei? Schaut's aus. Flammen. Können wir auch einfach so einsetzen. Verstehe. Wir versuchen uns erstmal anzuschleichen. Nicht über den Steg gehen. Das wäre relativ ein bisschen wahnwitzig. Immer schleichen bitte. Bitte. Entdeckt werden. Och nö. Bin ich ein Drache jetzt? Was hat denn der hier zu suchen? Besiegen wir erstmal den Drachen, würde ich sagen. Und sichere Entfernung. Diese kleine Insel wird da wohl nicht landen. Ja.
kleine Insel wird noch nicht landen. Welche von Söldnern angegriffen oder was? Wir haben hier gerade ein anderes Problem. Das muss dann nur hoch und die Drachen sehen abholen. So wird das aber nichts. Na komm. Wir sind verloren. Ich bin gleich verloren. Alle auf einmal kann ich nicht besiegen. Die sind nicht gerade schwach. Ihr habt gewonnen. Ich will nur zum Drachen eigentlich. Nee, ich will noch mehr, aber. Elben zum Drachen. Bin ich zu schwer zum Rennen? Oh, tolle Rüstung. Ja, mein ich. Haben wir ein bisschen Essen dabei? Da haben sie ihn aufgenommen. Wo sind jetzt die Bienenstücke? Na komm. Wir sagten eigentlich keine Morde, aber wenn es halt auffällt. Das war es doch schon fast. Steht der Experte dran. Schafft den Schlüssel zum Tresor. Lass mal ein bisschen Essen mitnehmen.
können wir gebrauchen, wenn es mal wieder zum Kampf kommt. Okay, wo ist der Tresor? Hier bestimmt nicht. Jetzt gehört ihr mir. Wo ist der? Ich kann schon schnell das wegstecken. Gnade! Ja, nicht im Weg stehen. Irgendein Hinweis auf den Tresor. Münzteller. Sollte nicht so schwer sein.